Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie aufmerksam durch unsere Stadt gehen, dann werden Sie es schon gesehen haben. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt möchte anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen auf das örtliche Hilfesystem aufmerksam machen. In und an Bussen, an 156 Haltestellen, in Print- und Digitalmedien, wollen wir mit einer breit angelegten Informationskampagne in vielen Sprachen das Hilfesystem bekannt machen. Denn unsere Stadt verfügt bereits über ein sehr vielfältiges und umfassendes Hilfe- und Unterstützungsangebot. Und uns ist daran gelegen, dass jede Frau, die Unterstützung braucht, diese auch erhält und bei den Beratungsstellen auch wirklich ankommt. Und das ist, wie Sie wissen, wie wir alle wissen, dringend notwendig. Denn jede vierte Frau in der Bundesrepublik ist von Gewalt, von körperlicher Gewalt und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Meistens durch ihren eigenen Partner. Gerade in der Corona-Pandemie ist das Thema noch mehr in das Bewusstsein gerückt. Die Corona-Pandemie hat Gewaltsituationen nochmals verstärkt. Die Frauen wurden einer noch größeren sozialen Isolation ausgesetzt und konnten ihr Anliegen noch weniger vorbringen. Unsere Botschaft ist, das Schweigen zu brechen, denn Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache. Jeder Bürger und jede Bürgerin kann sich bei entsprechenden Beobachtungen oder einem Verdacht an das bundesweite Hilfetelefon oder an die örtlichen Beratungsstellen wenden. Jede und jeder Einzelne kann somit selbst aktiv dazu beitragen, ein deutliches Zeichen für Null Toleranz gegenüber Gewalt an Frauen zu setzen. Diese Kampagne ist für uns ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Wir schaffen damit ein gesellschaftliches Bewusstsein. Wir verbessern die Zugänglichkeit des Hilfesystems. Wir stellen sicher, dass Betroffene über Angebote informiert werden. Alles wichtige Pfeiler der Konvention. Auch in diesem Jahr werden wieder die Fahnen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen vor dem Rathaus wehen. Die Aktion der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes feiert in diesem Jahr schon ihr 20-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto Born Equal setzen wir mit unzähligen anderen Städten ein starkes Symbol für das Recht jedes Mädchens und jeder Frau auf Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Freiheit. Auf ein Leben ohne Gewalt.